Nichts ist spannender als Wirtschaft. Das war, glaube ich, mal vor Urzeiten der Slogan der Wirtschaftswoche. Und aktuell trifft diese Aussage wieder mal ziemlich zu, aus meiner Sicht, speziell auf den Übernahmekampf um Twitter zwischen Elon Musk und dem Twitter-Management. Richtig spannend, was da gerade im Moment passiert. Und wenn es weiter in diese Richtung geht, in die es aktuell läuft, dann könnte das Ganze noch richtig eng und richtig schwierig werden für Elon Musk. Warum? Das erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Sei gegrüßt, lieber Börsianer, herzlich willkommen auf meinem Aktienkanal, auf in eine neue Runde. Es ist wirklich spannend heute. Wedbush-Analyst Dan Ives, der hat gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das Übernahmeangebot von Elon Musk für Twitter durchgeht, beziehungsweise dass Elon Musk bei diesem Angebot bleibt und nicht komplett davonläuft, jetzt auf unter 40% gestiegen ist. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass der Deal nicht zustande kommt, ist größer, als dass er zustande kommt. Und apropos 60%, da fällt mir gerade was ein. Denn ich habe nämlich mal kurz Google Analytics angeschaut und dabei ist mir aufgefallen, dass sogar noch weniger als 60% von euch, die mir jetzt hier heute zuschauen, nämlich nur 57%, meinen Kanal auch abonniert haben. Das ist eigentlich schade, denn so verpasst ihr ziemlich viel gute Videos von mir. Also, falls ihr zu den anderen 43% gehört, einfach schnell den Abonnieren-Button klicken, unten das Glöckchen aktivieren, dann verpasst ihr kein Video mehr von mir hier auf dem Aktienkanal, okay? Dann gehen wir uns wieder zu anderen 60% Wahrscheinlichkeit, nämlich zu der, dass der Deal nicht durchgeht zwischen Musk und Twitter. Denn der Mainstream, der hat ganz einfach die These, okay, ist ja dann nicht weiter schlimm, wenn der Deal nicht funktioniert, dann muss Musk halt diese 1 Milliarde Dollar Termination Fee zahlen. Ist zwar eine Menge Geld ohne Zweifel, aber Musk hat ja ein Nettovermögen von 270 Milliarden, also kann er doch diese 1 Milliarde relativ locker zahlen und würde sich am Ende wahrscheinlich über den entstandenen Image-Schaden mehr ärgern als über den tatsächlichen finanziellen Verlust, quasi ein ärgerliches Intermezzo. So lautet ja die Mainstream-These, wenn man das so sagen kann. Aber es gibt ein Szenario, das aus meiner Sicht gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass Musk wirklich in ernste Schwierigkeiten bringen könnte, wenn es denn eintritt. Schauen wir uns ganz aktuell die neueste Entwicklung an. Twitter sagt, man will ganz normal mit dem Deal voranschreiten. Musk sagt, nee, ich mache nicht mehr mit, weil ich glaube, dass mehr als 5% mehr als Twitter selber sagt, der User gar keine echten Menschen sind, sondern Bot, also Computer, die quasi automatisiert posten. Und kann das aber nicht beweisen, folglich juckt das Twitter auch nicht sonderlich und der Microblogging-Dienst, der treibt den Deal unverändert voran, hat jetzt ein sogenanntes Proxy-Statement veröffentlicht, ein solches Formular müssen börsennotierte Unternehmen via Filing an die SEC ankündigen, also wenn sie die Aktionäre über einen bestimmten Sachverhalt abstimmen lassen möchten. In dem Fall geht es natürlich darum, dass die Aktionäre abstimmen sollten, ob sie der Übernahme von Twitter durch Elon Musk zu 54,20 Dollar je Aktie zustimmen oder nicht. Das können sie vorab schriftlich machen. Sie können es während dieser Hauptversammlung machen, die am 25. Mai stattfindet, und sie können das auch virtuell machen, wenn sie quasi übers Internet an dieser Hauptversammlung teil oder an dieser Aktionärsversammlung teilnehmen. Und mit der Veröffentlichung dieses Proxy-Statements zeigt Twitter eben auch, ja, wir stehen zu dem Deal, aber wir wollen den ursprünglich vereinbarten Preis haben, nämlich diese 54,20 Dollar. Klar, für Twitter wäre das momentan ein sehr, sehr guter Deal. Die letzten Zahlen von Twitter waren ziemlich schlecht, also die Q1-Zahlen. Zudem fallen die Bewertungsmultiples bei Technologieaktien immer weiter im Moment. Das heißt, Twitter würde ohne diesen Deal noch viel tiefer stehen, wahrscheinlich als diese 38 Dollar, auf die sie ohnehin schon bereits gefallen sind, eben wegen der Wahrscheinlichkeit, dass der Deal nicht stattfindet. Und Twitter hat jetzt, und das ist spannend, bei diesem Ziel, den eigenen Verkauf quasi durchzudrücken, noch einen anderen Trumpf im Ärmel, die sogenannte Specific Performance Klausel, die ist im Übernahmevertrag verankert und die besagt, wenn eine Vertragspartei zu Specific Performance verurteilt wird, bedeutet das, dass sie den Vertrag tatsächlich erfüllen muss in natura, wie es so schön heißt. Das heißt, eine solche Verurteilung erfolgt dann, wenn der Schadensersatz nicht ausreichend erscheint, und dann müsste Musk wirklich zu 54,20 je Aktie Twitter übernehmen und könnte eben seine 1 Milliarde Ausstiegsklausel nicht ziehen. Und Twitter könnte quasi sagen, nee, läuft nicht, du hast diese Specific Performance Klausel im Vertrag, du musst den Vertrag erfüllen.
Und dann läge es am Ende tatsächlich beim Gericht zu entscheiden, wer jetzt im Recht ist. Reichen diese 1 Milliarde Dollar Schadensersatz? Sind die angemessen? Oder ist der Schaden für Twitter vielleicht wesentlich größer als diese 1 Milliarde Dollar? Wie könnte der Schaden für Twitter größer sein? Nun, meiner Ansicht nach ging es da zum Beispiel um diese Tweets, die das Twitter-Management oder in denen Musk ja das Twitter-Management absolut der Lüge beschuldigt durch die Behauptung, der Prozentsatz der Bots, also diese Computerprogramme, die automatisch in bestimmten Abständen immer die gleichen Dinge tweeten, der läge eher bei 20% oder noch mehr und eben nicht bei unter 5%, wie es das Twitter sagt. Solche Aussagen schaden natürlich jetzt mal ganz unabhängig vom Wahrheitsgehalt dem Image von Twitter massiv. Wie hoch der Schaden nur in absoluten Dollarbeträgen tatsächlich ist, das kann man natürlich nicht objektiv sagen. Da müsste das Gericht quasi zu einer Entscheidung kommen nach einer bestimmten Abwägung. Und das heißt aber eben, es besteht durchaus die Möglichkeit, dass Musk diese Specific Performance Klausel im Vertrag letztlich erfüllen muss, oder dass die ihm übergestülpt wird und er diese 54,20 Dollar bezahlen muss. Dann sagt er jetzt vielleicht, okay, dann muss Musk halt die 44 Milliarden Dollar aufbringen. Er hat ja viele finanzstarke Partner, die ihm bei der Übernahme helfen. Und das Nettovermögen liegt, wie gesagt, bei 270 Milliarden Dollar, alles noch im Rahmen. Musk muss tief in die Tasche greifen, aber er kann es sich ja leisten. Oder etwa nicht. Und die Antwort lautet eben, ja, im Moment kann er das schon, aber dieses Nettovermögen von Musk besteht ja zum größten Teil nicht aus Cash, also dass er auf dem Bankkonto rumliegen hat, sondern der Betrag leitet sich aus dem Wert ab, den seine Tesla-Aktien haben, zu einem großen Teil. Und deswegen bezeichnet sich Musk ja gerne auch selber als Cash-arm. Und Aktien schwanken bekanntlich im Wert, und in den letzten Wochen hat die Tesla-Aktie eben massiv an Wert verloren. Hier der Chart, das ist der 5-Jahres-Chart, das sieht immer noch ganz gut aus. Nichtsdestotrotz hat Tesla jetzt vom Hoch 39% verloren. Musk gehören rund 163 Millionen Tesla-Aktien, die haben aktuell noch einen Wert von 124 Milliarden Dollar, waren auch schon mal 173 Milliarden Dollar wert. Und bei dieser momentanen Finanzierungsausgestaltung für die Übernahme werden 13,9 Milliarden Dollar der Übernahmefinanzierung über Schulden abgedeckt. Dazu gehört unter anderem auch ein Margin-Kredit, der als Sicherheit eben einen Teil dieser Tesla-Aktien von Elon Musk hinterlegt hat. Dabei geht es immerhin um ein Volumen von 12,5 Milliarden Dollar. Klingt im Verhältnis zum Wert des Aktienpakets immer noch nach relativ wenig, aber es gibt hier ein Beleihungslimit von 20%. Das heißt, für diesen 12,5 Milliarden Dollar Kredit muss er Tesla-Aktien im Wert von 62,5 Milliarden Dollar hinterlegen, also rund 81 Millionen Aktien. Musk hat aber in der Vergangenheit bereits große Teile seines Tesla-Aktienbestandes anderweitig beliehen, um seine persönlichen Schulden abzusichern. Und da gibt es ein Proxy-Statement vom letzten August. Da geht es hier um eine Zahl von 88,3 Millionen Aktien. Und wenn man jetzt die Zahlen addiert, also die Zahl der Aktien, die bisher schon quasi verpfändet sind, als Sicherheit hinterlegt sind, plus die Aktien, die jetzt für den neuen Twitter-Kredit zusätzlich hinterlegt werden müssen, kommt man auf 169 Millionen Tesla-Aktien. Musk gehören aber nur 163 Millionen. Wie kann das eigentlich sein? Das Rätsel ist Lösung. Musk hat ja vor kurzem schon mal Tesla-Aktien im Wert von rund 8 Milliarden Dollar verkauft, um seine 9,1% an Twitter aufzubauen, die er momentan hat. Das heißt, damit hat er auch diese ursprüngliche Margin-Last reduziert. Dennoch, dieser Vergleich oder diese Aufzählung zeigt, Musk dreht hier ein verdammt großes Rad mit seiner geplanten Twitter-Übernahme. Und er ging beim Übernahmepreis von insgesamt ja 44 Milliarden Dollar wohl relativ nah an die Grenze dessen, was er überhaupt finanzieren kann. Und wohl auch deshalb hat er ja damals diesen Satz hinzugefügt, diese 54,20 seien sein letztes Angebot, mehr ginge nicht. Jetzt habe ich natürlich keinen direkten Zugang zu den privaten Finanzen von Elon Musk, wie ihr euch denken könnt. Und ich will da auch jetzt keine genauen zahlenmäßigen Spekulationen anstellen. Aber grundsätzlich liegt es schon auf der Hand, dass die Tesla-Aktie wohl nicht mehr besonders stark weiterfallen sollte. Wenn das doch der Fall sein sollte, wäre Musk wohl relativ bald gezwungen, weitere Tesla-Aktien zu verkaufen. Das wurde dann natürlich schnell öffentlich und das könnte wiederum die Tesla-Aktie weiter unter Druck bringen, weil Musk selber dann wieder fehlendes Commitment vorgeworfen wird. Er hat ja mal gesagt, er sei der Erste, der bei Tesla an Bord gegangen ist, und er wird auch der Letzte sein, der am Ende wieder von Bord gehen wird. Und das gilt eben inzwischen eh nur noch eingeschränkt, weil er bereits zweimal jetzt große Aktienbestände verkauft hat. Und viele Tesla-Aktionäre nehmen ja
Musk sein Twitter-Abenteuer ohnehin schon übel, denn es ist ja nicht so, dass ihm langweilig wäre. Neben Tesla ist er ja noch CEO bei SpaceX, seinem Raketenprojekt, das früher oder später ja auch in die Börse kommen sollte. Und dann gibt es ja noch weitere Projekte, die er aktuell vorantreibt. Also das ist mal die eine Seite, aber es kommt noch schlimmer, denn diese Übernahmegeschichte ist nicht nur für Musk persönlich gefährlich, sondern auch für Twitter selber. Und zwar unfreiwillig. Warum das? Nun, Musk strukturiert diese Übernahme von Twitter als Leveraged Buyout. Das heißt, er verhält sich damit in etwa so wie die allseits unbeliebten Heuschrecken, die Private Equity Unternehmen, und bürdet dem Unternehmen, also Twitter, selber einen großen Teil der Schulden auf, mit denen diese Übernahme finanziert werden soll. Das ist ja ohnehin schon ein bisschen pervers, ja, diese Vorgehensweise, die da gewählt wird von Private Equity. Aber bei Twitter ist besonders krass, die werden nachher Schulden im Umfang von 25 Milliarden Dollar haben, das Dreifache der bisherigen Verschuldung. Und die Leverage Ratio, also das Verhältnis von operativem Gewinn zur Verschuldung, der liegt dann bei 8,6. Das ist ein enorm hoher Wert, der sonst eigentlich nur bei Buyouts im Tech-Bereich oder bei Software-as-a-Service-Firmen erreicht wird. Und auf Basis des aktuellen Geschäftsmodells, das ja zu 90% werbefinanziert ist, würde man Twitter da eher dem Bereich Medienunternehmen zuordnen. Und da würden bei solchen Leverage Buyouts wesentlich niedrigere Multiples angesetzt, von rund dem 7,5-fachen der operativen Gewinne zuletzt. Was würde das bedeuten in der Praxis? Nun ganz einfach, die Zinslast von Twitter, also die Höhe der Schuldzinsen, die das Unternehmen jedes Jahr bezahlen muss, die steigt dann von aktuell 51 Millionen Dollar auf fast 854 Millionen Dollar. Und das bei einem Jahresbruttogewinn auf EBITDA-Basis von 1,4 Milliarden Dollar, der für 2022 erreicht wird, das heißt, oder erreicht werden soll. Das heißt, allein 60% dieses EBITDAs würde der Twitter dann allein für den Schuldendienst aufwenden müssen. Aber es kommt noch was dazu, diese Zinssätze von Twitter, diese Kreditvereinbarungen, die haben variable Zinssätze. Wenn das Zinsniveau weiter steigt, steigen auch die Sollzinsen für Twitter. Und wenn der Leitzins nur auf 1,25% steigt zum Beispiel, und das wird er mit Sicherheit erreichen, dann würde die jährliche Zinslast bei Twitter bereits auf 1 Milliarde Dollar steigen. Und noch was kommt dazu, Musk will ja Twitter profitabler machen, aber er will auch die Abkehr von diesem vor allem werbefinanzierten Geschäftsmodell. Das wiederum könnte aber natürlich zur Folge haben, dass zunächst mal die Werbeeinnahmen zurückgehen, zunächst mal die Profitabilität zurückgeht bei Twitter, und das wird dann, und dann ist die Frage, ob er das mit Kostenreduzierungen so schnell auffangen kann. Das wird dann bedeuten, gehen die Gewinne von Twitter zurück, dann würde ja dieses Verhältnis von operativem Gewinn zu Schuldendienst noch schlechter werden, als es ohnehin schon ist. Und damit könnte dann auch wiederum das Credit Rating für Twitter noch schlechter werden. Das ist ohnehin aktuell nur noch bei BB+. Und diese Klassifizierung BB+, da beginnt eigentlich schon das Junk Rating oder der Ramsch-Bereich auf Deutsch. Ihr seht also, die Lage ist durchaus prekär, sowohl für Elon Musk persönlich als auch für Twitter. Und ich denke, dass Musk nun eben deshalb mit dieser Bot-Thematik ankommt und die so in den Mittelpunkt stellt, weil er natürlich sieht, dass er da einen extrem schlechten Deal gemacht hat aus heutiger Sicht. Und zwar auch ein Deal, der im Extremfall tatsächlich zu einem regelrecht verhängnisvollen Deal werden könnte. Denn wenn Twitter Musk jetzt tatsächlich vor Gericht zerrt und das Gericht ihn verpflichtet, Twitter für 54,20 Dollar je Aktie zu kaufen, hätte Musk ein echtes Problem. Insbesondere dann, wenn es im Aktienmarkt insgesamt und speziell bei der Tesla-Aktie weiter abwärts gehen sollte. Es gibt zwar Shortseller wie Hindenburg Research beispielsweise, die argumentieren, dass es unwahrscheinlich sei, dass diese Specific Performance Klausel vor Gericht eingefordert wurde. In der Vergangenheit seien die Gerichte hier sehr zurückhaltend gewesen, argumentiert Hindenburg. Allerdings gab es zum Beispiel 2008 den Fall Hexion vs. Huntsman. Da war Hexion zu dieser Zeit im Besitz des Private Equity Unternehmens Apollo Global, hat ein Übernahmeangebot für 28 Dollar je Aktie abgegeben, wollte dann zurücktreten. Wir befanden uns damals mitten in der Finanzkrise. Und der Delaware Court of Chancery, der hat dann aber Huntsman tatsächlich diese Specific Performance gewährt und verpflichtete damit Hexion zu dieser Übernahme zu 28 Dollar je Aktie. Da gab es dann später zwar noch einen außerbörslichen Vergleich zwischen den beiden Parteien. Also der Deal kam am Ende dann doch nicht zustande, aber Huntsman hat am Ende dann mit 2,7 Milliarden Dollar wesentlich mehr Entschädigung bekommen als die zuvor angedachten 1 Milliarde Dollar. Und der Wert des Deals damals, der lag insgesamt nur bei 10,6 Milliarden Dollar. Also hat einen weitaus geringeren Wert als dieser Twitter-Musk-Deal jetzt im Moment. Das heißt, selbst wenn es bei Twitter-Musk ähnlich laufen sollte, würde das Ganze für Elon Musk
am Ende wesentlich teurer werden als diese momentan kolportierten 1 Milliarde Dollar, die er bezahlen müsste. Also Fazit: Elon Musk hat mit diesem Abschluss des Twitter-Übernahmedeals viel riskiert, sehr viel sogar. Und es ist nicht so klar, wie viele denken, dass er aus diesem Deal auch wieder mit einem blauen Auge rauskommt, nämlich mit 1 Milliarde Dollar Schadensersatzzahlung. Vor Gericht und auf hoher See sind wir in Gottes Hand, heißt ja ein alter Spruch. Und wenn Twitter auf stur stellt und tatsächlich vor Gericht zieht, ist das Schicksal von Tesla und Musk bis zu einem gewissen Grad eben auch in Gottes Hand. Musk verzettelt sich meiner Ansicht nach auf Nebenschauplätzen und gefährdet dabei indirekt den Erfolg auf seinem Hauptschauplatz, nämlich eben Tesla. Und die Frage, zerstört Musk alles, die scheint an diesem Punkt vielleicht etwas überzogen zu sein. Aber wenn es schlecht läuft, dann könnten die Dinge hier eine sehr, sehr unangenehme Eigendynamik entwickeln. Soviel mal für heute. Wenn ihr meinen Kanal bereits abonniert habt, entlasse ich euch jetzt wieder in die weite Welt des World Wide Web. Und wenn nicht, dann auch. Ich bin Armin Brack, vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr am kommenden Sonntag beim nächsten Video wieder mit dabei wärt, hier auf dem Aktienkanal. Dann geht es wieder um Warren Buffett und seine neuen Käufe. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.